Hallo liebe Leser des Linux Magazins, hier ist die Oktoberausgabe 2017 des Programmier-Snapshots mit Michael Schilly. Die letzten paar Mal haben wir uns ein bisschen der künstlichen Intelligenz gewidmet. Da waren Artikel dabei über Entscheidungsbäume, dann hatten wir lineare Regression, neuronale Netzwerke und heute geht es um ein Thema, wie kann ich so Zeitreihen analysieren und dann nachmachen mit künstlicher Intelligenz. Und als Beispiel habe ich mir dazu einen sogenannten Intelligenztest ausgesucht, wie man den öfter mal so in Zeitschriften sieht oder auch Psychologen denken sich sowas aus gerne. Da wird dann die Frage gestellt, ich habe hier eine Zahlenreihe, hier zum Beispiel 2, 4, 9, 11, 16 und welche Zahl kommt als nächstes? Und ein schlauer Mensch kann sich da in diese Zahlen hineindenken und wird dann vielleicht rauskriegen, dass hier immer unterschiedliche Werte abwechselnd addiert werden. Zwischen 2 und 4 muss man 2 hinzuzählen, zwischen 4 und 9 muss man 5 hinzuzählen, zwischen 9 und 11 wieder 2 und zwischen 11 und 16 wieder 5. Also käme nach dem Gesetz der Reihe, nach der 16, die 18, weil hier 2, 5, 2, 5, wieder 2 hinzugefügt werden. Und wenn ich das hier antippe, nehme ich an, dass ich hier einen Punkt kriege und vielleicht, dass mein IQ nach oben schnellt. Wie kann ich jetzt in einem Programm der künstlichen Intelligenz sowas verklickern, dass das am Ende auch so gut abschneidet? Bei so einem Intelligenztest. Und da bieten sich sogenannte Long-Short-Term-Memory-Zellen an. Das ist so ähnlich wie ein neuronales Netzwerk, nur dass auch die zeitliche Komponente ein bisschen mit reinspielt. Beim neuronalen Netzwerk ist ja so, dass es auf ein bestimmtes Muster, das man hineinfüttert, immer gleich reagiert. Es sagt dann ja A oder B oder einen Zahlenwert. Aber es halt merkt sich den Zustand nicht vom letzten Mal. Und bei so einer Zahlenreihe wäre es halt wichtig, dass man sich merkt, was vorher kam und sich dann vielleicht hinterher noch daran erinnert. Dann kann man das hier ungefähr so modellieren, dass ich hier Eingangswerte habe, die der Reihe nach eintrudeln und nicht zu jedem Eingangswert möchte ich einen Ergebniswert errechnen, sondern nur, sagen wir mal, jeden dritten oder so. In dem Fall merkt sich das System in diesen Zuständen S1, S2, S3 jedes Mal den Zustand und erst beim dritten Mal aus dem Zustand S3 bzw. S2 und dem Zustand X und dem Eingabewert X3 generiert es den Ausgabewert Y1. Das Ganze kann man wie üblich modellieren. Da habe ich mal ein kleines Programmchen mir überlegt, und zwar nutze ich da diese Library sklearn, sklearn aus dem Python-Fundus. Da sind ein Haufen so Artificial Intelligence Programme drin, die man einfach nur so dann aufrufen muss. So eine ganze Sammlung ist das. Und als weitere Bibliothek nehme ich hier Keras her. Auch sowas ähnliches und macht viel so mit neuronalen Netzwerken. Auch sehr kompakt und man kann mal einfach so damit rumspielen und schauen, wie es so ein bestimmtes Problem löst. Dazu muss ich jetzt diese Daten ein bisschen aufarbeiten und zwar gehe ich da mit so einem Fenster durch und wenn ich das mal kurz demonstrieren kann an einem einfacheren Beispiel, da wenn ich hier so ein NumPy-Array habe, also das ist so ein Vektor praktisch, der von 1 bis 10 alle Werte hier hat. Und da möchte ich jetzt in so Zeitfenstern durchgehen und immer sagen, was war der Wert zum Zeitpunkt t gleich 0, 1, 2, 3, dann was war der Vektor zum Zeitpunkt t 1, 2, 3, 4 und so schleuse ich mich da durch, kann das mal schnell aufrufen, mal schauen, was der da ausdruckt. Da kriege ich jetzt lauter so kleine Vektoren raus und zwar schiebt der das Fenster praktisch immer eins nach vorne und aus dieser Reihe, das sind meine Eingabewerte, diese Einzelvektoren, da möchte ich dann immer
das so machen, dass die ersten drei, sagen wir mal, sind meine Eingangswerte und den dritten, das ist mein Y-Wert, das ist den, den ich erraten muss. Dann schiebe ich das so durch und lasse das System lernen. Das ist eine Anwendung des Supervised Learning, heißt es, dass ich zuerst mal mit einem gewissen Trainingssatz hergehe, das System lernen lasse und dann am Ende mit einem neuen Datensatz sage ich so, jetzt schauen wir mal, ob du das begriffen hast und dann macht er das. Jetzt habe ich mal dieses Problem hier eingespeist. Das machen wir jetzt mal ein bisschen einfacher vom Anfang. Da sage ich mal was, so also eine Zahlenreihe, die also wirklich jeder Erstklässler vielleicht schon erraten würde. Da sage ich, da gehe ich von 1 bis 6 und was kommt nach der 6? Man weiß es nicht. Schauen wir mal, wie das System sich da verhält. Da muss ich das hier aufrufen und dann wirft er dieses TensorFlow-Backend an. Man weiß nicht, was er da genau jetzt im Hintergrund treibt, denn es dauert ungefähr 10 Sekunden, bis er überhaupt loslegt. Dann hat er hier diese Lernwerte drin und sagt dann, also nach 3 kommt 3,98. Das könnte man vielleicht noch so als 4 durchgehen lassen. Nach 4 kommt hier 4,98, also 5. Und nach 5 kommt ungefähr 6. Und nach 6 kommt, da ist es schon nicht mehr so genau, 6,7. Also das sollte eigentlich 7 sein. Wie gesagt, das war eine einfache Zahlenreihe. Aber so ein Long-Short-Term-Memory-System hat weiterhin die Fähigkeit, dass es sich in so periodische Schwankungen einlesen kann. Wenn ich da jetzt als Zahlenreihe hier 1, 2, 3, 1, 2, 3 nehme, dann möchte ich, dass er hinterher wieder sagt, ja, okay, da kommt jetzt wieder eine 1 raus. Schauen wir mal, ob er das auch packt. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er das einigermaßen hingekriegt. Also solche zyklischen Schwankungen schafft das System ganz gut, weil es eben dieses Gedächtnis hat von bis zu 3 Werten. Da habe ich jetzt gerade einen Fehler gekriegt. Dummerweise hat diese Library einen Bug und also alle 10 Mal oder so wirft dieses Python-Programm hier eine Exception. Das müssen die Leute, die da diesen Backend programmiert haben wollen, noch richten. Aber wenn man es dann nochmal aufruft, dann geht es. Also es ist wirklich völlig irre. Da kann ich jetzt sehen, dass ich auf 1, 2, 3 sagt er mir, da kommt wieder die 1. Auf 2, 3, 1 kommt wieder die 2. Auf 3, 1, 2 kommt wieder die 3. Und auf 1, 2, 3 kommt wieder die 1. Das ist sehr gut gemacht. Ein bisschen Rundungsfehler drin, aber da wollen wir mal großzügig sein. Schauen wir uns das Programm mal nochmal an, wie der das macht. Und zwar wird, wenn die Daten zuerst skaliert, weil, also mit 1, 2, 3 ging es vielleicht noch, aber wenn ich jetzt mal so eine Zahlenreihe habe, wo so 10 und 12 und solche Werte vorkommen, da explodieren so neuronale Netzwerke gern, weil die haben gerne so einen skalierten Datenbereich. Wenn wir hier mal als Beispiel nehmen, wenn ich hier in so einer Sequenz 2, 5, 7, 10, 12 habe, dann möchte ich das so skalieren, dass er so Werte zwischen minus 1 und 1 draus macht, somit ein bisschen das normalisiert eben. Und hier kann ich sehen, dass also 2, 5, 7, 10, 12 hier in Werte zwischen minus 1,4 und plus 1,35 skaliert wird. Wichtig bei neuronalen Netzwerken insgesamt. Eine weitere Sache hier, die ich vielleicht noch erklären muss, ist diese Reshape-Funktion von diesem Python NumPy, von dieser Library, die ich hier so importieren kann, NumPy, und das würde ich als NP importieren. Und da sage ich jetzt mein Array, da sage ich jetzt einfach mal, der hat 1, 2, 3, 4 als Elemente, und wenn ich den hier wieder ausgebe mit print, dann ist es tatsächlich ein Vektor. Wenn ich jetzt aber jetzt sagen wir mal aus diesem Vektor einen Vektor mit kleinen Vektoren machen möchte, dann kann ich diese Reshape-Funktion verwenden. Und zwar sage ich da a Reshape und
sagen wir mal, ich möchte vier Vektoren haben, die jeweils ein Element haben, dann macht er das da völlig problemlos draus. Wenn ich sage 2, 2, dann wird er mir zwei Vektoren geben mit jeweils zwei. Und diese Libraries brauchen eben diese Daten öfter mal in so einem Format und da kommt diese Reshape-Funktion gerade recht. Ein weiteres Feature von dieser Reshape-Funktion ist, wenn man mal eine Dimension festgelegt hat, dann ist ja eigentlich klar, was die andere ist. Also wenn jetzt ich hier, sagen wir mal, lauter Vektoren mit einem Element haben will in diesem Vektor, dann können es eigentlich nur vier sein, weil das ganze Ding hat vier. Und dann kann ich minus eins angeben und dann tut er das selbstständig ermitteln. Das ist ganz praktisch. Das habe ich hier mal in diesem anderen Programm so benutzt. So, jetzt schauen wir nochmal, wie das Programm funktioniert. Und zwar wird dieses Long-Term-Short-Term-Modell hier der Reihe nach aufgebaut. Da nehme ich diese Klasse Sequential. Das modelliert diese Zeitserien und addiere praktisch zu diesem Modell hin so ein LSTM, Long Short Term Memory Modul. Da sage ich, es hat 10 innere Neuronen und hier sage ich, mit der Input Shape ist es mein Array, weil ich hier oben habe ich die ganzen X-Werte eingefüllt, also immer dieses Zeitfenster, die ersten drei sind immer die Eingabewerte und das letzte ist der Ausgabewert und dann kommt hier am Schluss, kommt hier noch ein Ausgabelayer dazu, der heißt Dense. Dann habe ich hier noch ein Activation Layer. Das ist so eine Kurve, die festlegt, wie die Neuronen intern aktiviert werden. Da habe ich ein bisschen rumprobiert und das Linear hat am besten funktioniert. Diese Funktion Compile tut dann das Modell, macht es fertig für den Lauf. Und da sage ich nur, wenn wegen diesem Supervised Learning muss er immer feststellen, wie weit war er daneben. Und da muss man die Funktion festlegen. Und Mean Squared Error, also die Methode der mittleren gemittelten Quadrate, bietet sich hier an. Und ein sogenannter Optimizer, das ist so dieses Verfahren, wie dieses Modell dann lernt. Dann füttere ich die Daten ein mit der Methode FIT. Das sind meine Eingabedaten, meine Lerndaten, wo ich festlege, auf diesen Eingabevektor x folgt immer dieser Ausgabevektor y. Dann, wenn diese Methode fit abgelaufen ist, ist das Modell bereit, die neue Daten anzunehmen und dann Vorhersagen zu treffen auf entsprechende Ausgabewerte. Und da tue ich zu Testzwecken einfach nochmal diese Eingabedaten, die ich hatte, lasse ich nochmal durchlaufen und dann nehme ich noch den letzten Datensatz, wo ich keinen Ausgabewert habe. Also das ist praktisch dieser Wert am Ende von dieser Zahlenreihe. Und wie wir gesehen haben, läuft es ganz gut. Jetzt habe ich leider festgestellt, dass diese ursprüngliche Aufgabe von diesen 2, 4, 9, 11, 16, das macht er nicht zufriedenstellend. Schauen wir das mal an. 2, 4, 9, 11, 16. Also wie gesagt, da wollten wir eigentlich 18 sehen, weil hier am Ende wieder 2 hinzuaddiert werden. Aber wie wir jetzt gleich sehen werden, hat das System das noch nicht ganz raus. Da sagt er zwar die Werte, die er wieder reinkriegt, relativ richtig voraus, also auf 9 kommt hier 11, auf 11 kommt hier 16, aber auf die 16, wo er eigentlich jetzt die 18 bringen müsste, addiert er wieder 5 drauf. Also so schlau ist das System leider noch nicht. Nun gut, aber für so einfache Serien kann man es schon verwenden. Also es kann schon ein Erstklässler austricksen, aber wenn es dann so an Menschen im Erwachsenenalter ist, dann ist diese Methode noch zu unausgefeilt. Ich bin mir sicher, wenn man da ein bisschen mehr Technik noch reinpackt, dass es dann einigermaßen zufriedenstellend den Intelligenz des bestehen wird. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war's für dieses Mal und regt wie immer zum Nachahmen an, ein bisschen mit diesen KI-Systemen rumzuspielen. Sehr schön,
mit dieser Python-Library, mit Keras und mit Scikit-Learn kann man so ganz einfache Probleme simulieren und dann ist es sehr faszinierend, wenn der Computer das vorhersagt. Richtig, oder? Manchmal eben auch nicht ganz richtig, aber da muss man einfach noch ein bisschen mehr rumprobieren. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Schilly. Tschüss.